einen Porno zu drehen. Aber ich schon. Also jeder, der das sagt, habe ich nicht gelügt. Einen Sextraum gehabt. Diesen K.O.-Tropfen. Da bin ich auch die ganze Zeit so halb umgekippt. Weil wir so dachten, wir sind so voll cool. Oh, schau mal, wie schön. Jetzt ist halt nicht mehr so gemütlich, aber... Wie cute. Süß. Voll Sleepover Feeling gerade. Wir haben uns hier die... Ich hab... Oder... Hab ich nicht. Hab ich nicht. Nee, fang an. Soll ich jetzt anfangen? Ja. Oh. Gast fängt an, genau. Okay. Ich hab noch nie ein Mädchen geküsst. Die ist ja noch ganz harmlos. Ja. Weil sieht man gar nichts. Oh. Also ich glaube, hä, das ist so... Ich glaube, unter Mädels ist es völlig normal. Ja. Ich glaube, unter Jungs ist das bekannt, dass es bei mir ist normal ist so. Ja. Ich denke schon. In der Schule geschlafen. Oh, jetzt kommen so die random Fragen so. Bei mir, ich glaube... Ah ne, doch nicht, aber von mir gab's... Hängt es da nicht mehr, nee. Eine Freundin von mir hat sogar eine Collage gemacht. Mit bestimmt 10 Bildern, wie ich geschlafen habe. Aber ich habe noch nie geschlafen in der Schule. Ja, ich muss sagen, ich habe das eigentlich nie gemacht. Und dann, wo ich aber Fachhochschulreife gemacht habe, ich weiß nicht, was mit mir los war, aber da war ich voll müde. Ständig geschlafen. Ich habe halt die große Pause genutzt, um da zu schlafen. Dann habe ich immer zu ihr gesagt, also Grüße gehen raus an Jula, danke dafür, habe ich immer gesagt, weck mich aber bitte, wenn die Lehrerin reinkommt. Und dann hat die mich einfach nicht geweckt, weil sie es witzig fand. Passiert. Ja, ja. Okay. Ich habe noch nie einen Autounfall gehabt. Was heißt Autounfall? Sagen Crash mit einem anderen Auto? Okay. Oder dass halt einfach was im eigenen Auto dadurch kaputt gegangen ist? Noch nie einen Crash gehabt. Crash mit einem anderen Auto. Ja. Gott sei Dank nicht. Mhm. Ah, okay. Lol. Ich habe noch nie überlegt, einen Porno zu drehen. Also alleine die Überlegung. Habe ich schon. Frage. Alleine bei unserem letzten Video bei Wer wird der Eher haben wir ja überlegt. Sagen wir wirklich überlegt, es oder wirklich kommt in, also wirklich zu überlegen, okay, soll ich das mal tun? Also so wirklich ernsthaft. Soll ich das mal tun eigentlich? Ja, nee, kann man mit Partner machen. Man kann, ja, eben, weil darüber haben wir gesprochen, so wenn man es für sich privat machen würde. Sagen wir also, ernsthaft darüber nachgedacht, das ernsthaft in Frage zu ziehen. Dass man es auch öffentlich macht. Nee, aber dass man es auch ernst... Klar, man hat ja immer mal drüber gedacht, wie wäre das lustig? So, das hätte ich gesagt, lustig, aber so, wie wäre das, denkt man immer mal drüber. Also so generell, ja, wirklich überlegt, es ernsthaft zu machen. Ja. Ob jetzt öffentlich oder privat, so, aber wirklich, es wirklich zu machen. Hey, ja, ich meine halt... Einmal noch kurz geändert. Ich mein, getriggert mit dieser Erklärung davor, weil ich dachte, das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, haben wir ja überlegt, wie es ist. Und ja, genau, deswegen habe ich extra gesagt, oder mach ich einfach, habe ich nicht. Nee, ja, genau, deswegen habe ich gesagt, extra, wenn wir es so wirklich überlegt haben, ist wirklich zu machen. So. Ernsthaft überlegt haben, das zu machen. Tatsächlich. Jetzt schon, jetzt habe ich drüber nachgedacht. Ich habe noch nie jemandem gesagt, dass er schlecht küsst. Aber ich habe es nicht so gesagt. Das Ding ist, es ist ja voll kacke, wenn du jemanden hast, wo du findest, also dass man sich liebt, aber es halt nicht so passt. Mhm. Dass man dann halt drüber redet, so, hey, ich finde es so und so auch voll gut und sonst was. Ja. So, dass man nicht sagt, yo, du küsst richtig scheiße. Sondern dass man einfach mal so sagt, hey, guck mal, das und das, so und so, weiß. Ja, doch, so drüber geredet schon, aber jetzt nicht in dem. In der Absicht, dass ich dachte, ich muss davon überzeugen, es anders zu machen, weil ich schlecht finde das nicht. Nee, so war es bei mir auch nicht. Aber einfach so generell darüber geredet, wie man es findet. Ich komme nicht richtig aus, wie einfach so. Das kommt ja richtig auf, es fühlt sich verwirrt an, so drüber zu reden, wie man sich küsst. Ich habe noch nie in die Dusche gepinkelt. Also ich würde jetzt mal sagen, es wäre gelogen, wenn jemand sagt. Also jeder, der das sagt, habe ich nicht gelügt. Jetzt mal ohne Spaß gerade. Also ich glaube, das ist... Ewig her, dass ich es das letzte Mal gemacht habe, aber ich habe es auf jeden Fall gemacht. Weil ich glaube, also, dass ich daily. Ja. Also, es gibt ja viele, die so sagen, sie machen das halt wirklich, weil man dadurch habe theoretisch Wasser. Ich glaube, ja, danke, wie das Argument. Irgendjemand richtig Bekanntes hat es auch mal gesagt. Das Argument hört man voll oft, aber ich mache es halt dann, wenn ich in der Dusche bin und halt hart aufs Klo muss. Und dann wasche ich mich ja sowieso. Ja, eben. Also, deswegen. Da musst du nicht noch extra das ganze Bad nass machen, weil du dann erstmal aus der Dusche rauskommst. Ja, eben. Also ich mach's jetzt auch nicht, jetzt nicht meine Daily Routine so, aber... jeden Tag einfach gar nicht auf Toilette gehen. Wir gehen in die Dusche und machen da unser Waschbecken. Grüße geht raus.
Was? Ich habe noch nie einen Sextraum gehabt. Wie sieht's an? Einen Sextraum gehabt. Sextraum ist voll. Hab ich halt echt noch nie. Echt? Weil ich halt nie weiß, was ich träume. Ach so, ich weiß es halt ja vielleicht schon. Ja, ich träume halt jede Nacht so 20.000 Sachen. Aber ich weiß es halt wirklich nicht. Also, ja. Das ist halt das. Manchmal würde ich schon gerne wissen, was ich träume. Ja. Ja, nee, hatte ich halt echt noch nicht. So, weil ich es nicht weiß. Macht ja nicht, Jesus kann ja noch werden. Tja, also. Hä, du hast es gerade weggeschnipst. Ich weiß auch nicht genau. Das war voll geil eigentlich. Ich habe noch nie ein Gerücht über andere verbreitet. Also, Gerücht? Ein Gerücht. Auch von Leute geboren. Ich habe noch nie ein Gerücht über andere verbreitet. Ja. Also vielleicht auch so in die Welt. Also gut verbreitet, wirklich im Sinne von, du wusstest, es ist ein Gerücht und du hast es trotzdem verbreitet. Aber wenn man zum Beispiel nicht wusste, oder du hast es in die Welt gesetzt. Ja, okay. Was sagen wir jetzt? Beides generell? Oder? Beides. Okay. Aber habe ich, glaube ich, nicht. Nee, habe ich, glaube ich, auch. Also nicht. Zumindest halt echt nicht bewusst. Nee, also, dass man weiter irgendwas weitererzählt, das ist ja menschlich. Ja, das ist ja normal. Wenn man so drüber redet und so. Und man weiß ja, meistens hat man es ja auch von anderen Leuten irgendwie. Mhm. Und deswegen, das ist klar, aber ich nicht bewusst, dass ich wusste, es ist ein Gerücht. Ich verstehe auch nicht, warum man das macht, weil was hast du selbst davon? Ich glaube, ich hätte richtig lang so ein schlechtes Gewissen. Also ja. Ich glaube, dann wäre ich auch wieder so die Erste, die sagt, stopp, Leute, das war gelogen. Ich war einfach ein bisschen Erbsenhirn in dem Moment. Okay, ich habe noch nie, vorletzte Frage. Durch Alkohol gekotzt. Oh, das ist voll schwer bei mir. Hä? Durch Alkohol? Nein. Echt? Hä, durch Alkohol nicht. Das war ja einmal das Thema mit diesen K.O.-Tropfen oder dass ich halt irgendwie... Ah, ja, bei mir auch. Aber das ist ja nicht dann durch den Alkohol. Bei dir war... Ah, nee, du hast mir das nur erzählt gehabt, wo du vor einer Weile was mit denen gemacht hast und du fast... Ja, hättest. Ja. Ah, okay. Da war mir wirklich so übel. Ich dachte so, ich will, stimmt. Aber es ging nicht. Ja. Also ich habe auch noch nie von Alkohol gekotzt. Ich habe schon gemerkt, eigentlich wäre es jetzt ganz nice, wenn es einfach passieren würde, weil ja viele sagen, danach ist es, geht einem besser. Ja, eben. Deswegen, aber ich hätte es gerne einfach, so dass es raus wäre, weil ich dann, ich will mir fucking so. Aber ich möchte mich da einfach dagegen wehren, weil ich so denke, wie eklig ja. Ist es. Aber einmal ging es mir halt auch, da hatte ich K.O.-Tropfen oder sowas im Getränk und da hat es nicht mehr aufgehört. Ich habe auch keine Ahnung gehabt, wo das noch alles herkam, aber das war echt so eine schlimme Erfahrung. Deswegen passt immer auf euer Getränk auf, wenn ihr irgendwas seid. Wobei es da bei mir auch nicht so war, dass ich richtig, richtig kotzen musste die ganze Zeit, sondern so, dass ich wirklich mich so dazu gezwungen habe, weil ich wusste, es stimmt gerade was nicht und ich wollte es einfach raus. Nee, bei mir, das ist einfach passiert und ich habe ja nur ein halbes Glas Wein getrunken und es hat nicht mehr aufgehört. Ich hatte, glaube ich, nur so ein halbes Glas von so einer Mische getrunken. Ja. Und ich kenne so meine Grenzen, ich weiß definitiv, was ich vertrage. Und ich hatte halt vorher, das muss ich auch dazu sagen, das war dümmste überhaupt, mein Getränk abgestellt und wieder genommen. Eben, und war halt tatsächlich kurz, so ganz kurz weg und bin wieder hin und hab's direkt wieder genommen. Und also ich war beim Fasching so. Ja. Wie dumm auch, beim Fasching ist das erste. Ja, da habe ich es nicht gemacht, aber das war auch so ein kleines Dorffest. Und ich habe das 30 Sekunden weggesteckt, weil ich ein Bild mit Freunden gemacht habe. Und dann habe ich es halt wieder genommen. Und dann wurde es mir richtig schnell, also innerhalb von 5 oder 10 Minuten, ganz komisch. Dann bin ich mit meinem Freund rausgegangen, die habe ich es ja, glaube ich, erzählt. Ja. Und dann an der frischen Luft vor diesem Zeltding wurde es mir auf einmal ganz schwindelig. Ich kann mich auch nur noch lückenhaft an alles erinnern. Dann bin ich auch die ganze Zeit so halb umgekippt. Und dann hat wirklich Sekunden nur gebraucht, bis es plötzlich angefangen hat. Und wirklich, sobald ich den Mund aufgemacht habe, musste ich mich wieder übergeben. Und es hat die ganze Nacht ging das so und es hat nicht aufgehört. Und auch den ganzen Morgen war es mir noch richtig schlecht. Und da war es nämlich auch so, dass dann so zwei Typen zu mir herkamen, weil mein Freund ist dann kurz reingegangen, um unsere Leute zu holen, die mich dann halt irgendwie heimbringen können. Und dann kamen so zwei Typen, die dann einfach gesagt haben, ja komm mit uns mit, wir bringen dich heim. So WTF, also passt immer auf, dass sowas nicht passiert. Okay, letzte Frage. Gut. Okay, wow, ich habe noch nie geraucht. Leute, da kommt bei deinem Teil nachher so richtig crazy Fragen. Toll! Warte. Das sagt jetzt jeder so, hä? Aber habe ich ja nicht. Ja, jetzt auch nicht, dass ich so voll die Kettenraucherin. Das wird aber gar nicht so, zu dir passen. Nee, ich habe aber so gemerkt, so nee, so. Ich habe tatsächlich immer noch eine Packung zu Hause. Echt? Aber die ist voll. Krass, ja. Nee, ich habe noch nie. Also es fehlen, glaube ich, 20. Ich erlaube mal. So, weil besser mit Freunden so, weil wir so dachten, wir sind so voll cool. Aber das ist halt nicht mal cool, der Rauchen ist scheiße. Nee, das ist nicht cool. Gut. Oh, das war's schon, ja. Tschüss. Ciao. Das Ende ist bei uns immer so richtig. Das war letztens auch so einfach. Tschüss. Ach, was sollen Sie kommentieren?
wie es euch geht. Habt ihr schon mal geraucht? So. Oder musstet ihr von Alkohol kotzen? Beantwortet ja, eins von beidem. Ja, los geht's. Eins von beidem. Und bei mir gibt's auch ein Video. Yes. Irgendwann. Irgendwann. Gut, ciao. Tschö mit Ö. Ciao.